als Lateinlehrer eine Umstellung gewesen mit der Digitalisierung. Können Sie sich ja vorstellen. Sie wissen ja noch früher meinen Wissensstand. Ich habe zuerst SMS noch auf Marmortafeln geschrieben. Und dann habe ich mich langsam an den Computer rangearbeitet. Ich habe dann CD-Laufwerk auffahren lassen, habe dann eine Scheibe Schinkenwurst reingelegt, habe wieder zufahren lassen. Dann habe ich meine Frau gerufen und habe wieder auffahren lassen. Ich sage, guck mal da, wir haben eine E-Mail vom Metzger. Hier, so was schreiben die heute an, ne? Fuck you, Beckers. Da sind sie froh, dass sie es richtig geschrieben haben, ne? Und dann war das natürlich so, wenn wir hatten dann teilweise natürlich auch mehr Engagement in der Digitalisierung. Und glauben Sie mir, ich bin so ja IT-Beauftragter geworden an meiner Schule. Und das als Lateinlehrer, ne? Das war also, das lag an dem größten anzunehmenden Unfall dieses Jahr mit dem Abitur. Können Sie sich noch erinnern? Ne, die Aufgaben sollten digital verschickt werden, aber da muss in den Leitungen, ich sage mal laienhaft, ein Knoten gewesen sein. Die kamen nicht an. Ne? Und wenn die Hardware nicht funktioniert, kann die Software nicht liefern. Und da habe ich zu meinem Direktor gesagt, weil ich mich so aufgeregt habe, dafür gibt es nur eine Lösung. Dann sagt er, ja, die Lösung sind Sie. Da stand ich da. Ne? Und dabei wollte ich nur nach Düsseldorf fahren und die Umschläge abholen und die dann verteilen und kopieren. Das haben wir früher so gemacht, noch mit Matrizen. Können Sie sich noch erinnern? Na, die wurden so durchgedreht. Ne? Man drehte auch selber durch. Ne? Und das roch immer so frisch. Ne? Das roch, als wenn über den Abituraufgaben gestanden hätte, frisch gestrichen. Ne? Das war zu unserer Zeit so, aber das hat sich heute durch die Digitalisierung alles verändert. Ne? Das war meine Lateinhausaufgabe, Abituraufgabe. Erörtern Sie das Wertequadrat als Relativierungselement des Dualismus von Virtus und Vitium. Ja, so habe ich euch geguckt. Ne? Hä? Na? Habe ich auch damals gesagt. Und ich konnte nur gucken, die können ja heute googeln. Ich meine, ihr meint es natürlich, wie man zum Leben steht, die philosophische Ausrichtung. Entweder Hedonismus, also nur das Leben genießen, allen Spaß und Party mitnehmen, oder aber asketisch leben, keusch leben, katholisch kann man ja heute nicht mehr sagen. Und ich muss also sagen, bei uns war das schon, wir waren einige politisch engagiert. Bonner Hofgarten 1980, Petting statt Pösching. Was war nochmal Pösching? Wir waren auf jeden Fall engagiert. Ich meine, die damaligen Gegner des NATO-Doppelbeschlusses würden das heute auch nicht mehr sagen. Aber damals, das war die Zeit der neuen deutschen Welle. Kennen Sie noch? Da. Da haben die Leute damals gesagt, das ist der Untergang des Abendlandes. Ich meine, das sagt jede Generation über die nächste. Aber ich meine, im Moment wären wir nah dran. Und damals haben wir uns dafür so engagiert, Harald, weißt du das noch, dass die Schule brannte, ne? Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Die Lippen sind blau, die Haare grün, Streichholzetiketten am Ohr. Aus den Jackentaschen ragen braune Flaschen, so sieht man sie vorüberziehen. Überall, wo sie vorübergehen, hängt in der Luft ein Haufen Benzin. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Schule brennt. Dankeschön. Meinst du, das würden die heute auch singen, Harald, die Schüler heute? Ja, ne, wenn die sich engagieren, kannst du das mal spielen, vielleicht. So wie die Schüler heute das singen, ne? Nee, nicht so schnell, Harald. Nee. So schnell können die den Text nicht singen. Ne? Die gehen noch nicht so schnell. Nee, die gehen noch nicht so schnell. Du musst halt ein bisschen verlangsamen. Ne? Genau, so gehen die. Ja.
Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor. Die Lippen sind blau, die Haare grün, Streichholz Etiketten am Ohr. Aus den Jackentaschen ragen braune Flaschen, so sieht man sie vorüberziehen. Überall, wo sie vorübergehen, hängt in der Luft ein Hauch von Benzin. Das ist neu, das ist neu. Hurra, hurra, die Schule brennt.